Und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zur jetzt schon 24. Show von Wer weiß denn sowas? Ratet wie immer sehr gerne mit, wenn ihr mögt. Und hoffentlich viel, viel Spaß. Also, wir werden jetzt wieder zu Elton gehen. Ich glaube, zu Hurika gehe ich in diesem ersten Game nicht mehr. Wir müssten ungefähr, glaube ich, noch 6 Shows vor uns haben. Ich bin ja gespannt, was uns noch für Fragen kommen. Ich habe heute Bock auf Katrin. So, dann let's fits, let's go, viel Spaß und losgelegt bei Wer weiß denn sowas? Nach dem Ladebildschirm. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer weiß denn sowas? Und eine spannende Information gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass die deutschen Fußballnationalspieler der Mannschaft 1954 sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft unbezahlten Urlaub nehmen mussten? Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Okay. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Oh. Nicht so viel. Oder die Leute hatten generell keinen Bock, gespielt. Und das Team Elton. Oh, das ist ja echt schon fies für Bernhard. 12 Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Hier ist die Wand. Bernhard Mobbing. Die 12 Kategorien sind heute. Insekten. Total genial. Oh, unser Alter. Körper. Was bin ich? Tierisch, tierisch. Insekten. Im Grünen. Clever. Essen und Trinken. Vögel. Erfinder. Sport. Und damals. Das Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie wählen. Ich finde, welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Das ist tatsächlich ja irgendwie schon so ein bisschen Mobbing. Überleg mal, 40 zu 80. Also, wir haben mal wieder die erste freie Wahl. Es sind tolle, spannende Kategorien dabei. Also, total genial, finde ich gut. Unser Körper finde ich gut. Was bin ich, finde ich. Also, die erste komplette Reihe finde ich gut. Insekten finde ich gut im Grün. Okay, fangen wir aber so an. Welche Kategorie finde ich am beschissensten? Sport. Erfinder ist, glaube ich, auch noch schwierig, und damals, das sind so was, wo man auch reingeraten kann, dass man irgendwelche Jahreszahlen vielleicht irgendwie ansagen muss. Ja, lass uns doch unseren Körper nehmen, weil ich weiß, Elton mag den Körper. Ich finde unser Körper aber nicht so verkehrt. Genau, lass uns damit anfangen. Wenn wir stark frieren, klappern unsere Zähne, weil A. der Magen Hunger signalisiert und den Kreislauf anregt, B. die klappernden Bewegungen Wärme erzeugt oder C. dadurch im Gehirn die Aufmerksamkeit verstärkt wird. Oh, richtig gut. Also, es klappern die Zähne. Prinzipiell dachte ich eigentlich bis jetzt immer, dass die Zähne klappern, weil sich verstärkte Muskelarbeit, die beim... was ist Zittern? Ich dachte eigentlich immer, dass sich das überträgt. Und... oh, aber ich merke gerade, dass diese Annahme vermutlich falsch sein wird. Oh, gar nicht so leicht. Also, frieren. Was heißt frieren? Frieren ist was... oh, wie gehe ich da jetzt am besten vor? Ich weiß nicht, über welches Nervensystem Frieren registriert wird oder ob das überhaupt so registriert wird. Ob Sympathikus, Parasympathikus, das weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, in einem von beiden wird es registriert. So, Frieren ist ja eigentlich... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Wir erreichen irgendwie eine Körpertemperatur, die... zu gering ist für lebenserhaltende Maßnahmen und deswegen
muss, ja, schwierig. Der Magenhunger signalisiert, um den Kreislauf anzuregen? Glaube ich, nein, weil Essen müsste ja eigentlich dem Körper Wärme entziehen zur Verdauung. Oder zu, also ich glaube, das ist falsch. Die klappernde Bewegung Wärme erzeugt, war immer was, was ich gedacht habe. Aber ich finde C tatsächlich auch gut, dadurch im Gehirn die Aufmerksamkeit verstärkt wird. Weil es wird dir natürlich dadurch auch bewusst, ich glaube, ich nehme einfach jetzt mal das Publikum, weil ich persönlich zwischen B und C schwanke. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Wir fragen das Publikum. Und irgendwie da... Wer glaubt, hier helfen zu können? Kein Risiko eigentlich. Ich weiß, ich habe es jetzt überhaupt nicht gut erklären können. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer so antwortet. Sondern mehr nur so drumherum laberababert. Schwierig, weil ich versuche mir die ganze Zeit irgendwie biologisch das zu erklären, aber ich komme nicht auf den Trichter. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Darüber habe ich mal was gelesen. Das war das, was ich auch immer gedacht habe. Also, B ist eingeloggt. Dass sich das einfach nur überträgt. Kann das wirklich sein? Ein natürlicher Reflex. Wenn wir frieren, fangen unsere Kaumuskeln an zu zittern. Dadurch bewegt sich der Kiefer. Die Muskeln ziehen sich schnell zusammen und entspannen sich anschließend wieder. Diese Bewegung wird in Wärme umgewandelt. Zähneklappern ist somit eine Art Notfallheizung unseres Körpers. Okay, also wär's... Aber trotzdem immer noch ein bisschen anders als gedacht. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Im Grünen spricht mich an. Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen im Grünen. Die sogenannte Verpiss-dich-Pflanze schützt Gartenbeete vor Hunden, Katzen und Kaninchen, tötet Unkraut ab oder wird in Österreich verschenkt, wenn man jemanden nicht mag. Oh, wie fies. Hier, willst du mir was sagen? Sag es mir durch die Blume. Kann sein. Könnte es A sein? Verpiss-dich-Pflanze? Das wäre zu einfach. Wir glauben B. Wir haben B eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran. Pflanze, die Unkraut abtöten kann? Die Verpiss-dich-Pflanze kam 2001 als eine Züchtung auf den Markt. Ach. Sie ist optisch eher unscheinbar, erlangte aber große Popularität aufgrund einer ganz besonderen Eigenschaft. Über ihre Nesseln verströmt sie ein, für den Menschen nahezu geruchloses Mentholaroma. Aber Tiere. Dieses Aroma gefällt ungebetenen Gartenbesuchern wie zum Beispiel Hunden, Katzen oder Kaninchen überhaupt nicht. Sie halten deshalb zuverlässig mehrere Meter Abstand zu den Beeten. Ach so? Okay. Leider bleibt es bei 0 Euro. Wie machen wir bei euch weiter? Aber das wäre ja spannend rauszufinden. Also, weil es hieß ja jetzt gerade, hat irgendwie so einen mentholartigen Geruch. Menthol oder Minz? Menthol, ne? Wäre ja spannend, ob das wirklich ein Geruch ist, den Kaninchen gar nicht mögen. Okay, also ich würde jetzt einfach mal total genial nehmen, weil... Total genial finde ich super. Da habe ich Bock drauf. Wie lässt sich der Farbgeruch in frisch gestrichenen Räumen schneller entfernen? Lüften? A. Mehrere Schalen mit Salz verteilen. B. Einen Strauß frische Tulpen aufstellen. Oder C. Altes Brot über Nacht auslegen. Wow, okay, also eine sehr gute Frage, weil alle von euch, die schon mal gemalert haben, wissen ja, das ist so Geruch, den kann nicht jeder ab. Ich persönlich, ich mag ihn tatsächlich sehr. Ja, was ist falsch mit mir? Diese Frage brauchen wir uns alle nicht mehr stellen. Ich mag ja auch total in einem Möbelhaus oder beziehungsweise in einem Baumarkt. Ich liebe einfach diesen Holzgeruch, diesen typischen Baumarktgeruch, wenn du reinkommst und es riecht einfach nach Holz. Das finde ich so geil. Ja, also da fragen wir nicht mehr, was mit mir falsch ist. Aber was bindet denn den Geruch? Ne? Ist ja jetzt die Frage. Ich hätte jetzt gesagt, lüften. Ihr scheint hier nicht mit auf. Mehrere Schalen mit Salz verteilen. Also Farbe, Farbgeruch, das heißt ja auch, ist so eine gewisse Feuchtigkeit an der Wand. Insofern würde das mit dem Salz ja vielleicht zu einem schnelleren Trocknen herbeiführen, weil Salz bindet könnt ihr euch jetzt mal ja Wasser. Aber bindet das damit dann auch Geruch? Ist der Geruch nur im feuchten Zustand da von der Farbe? Ja doch, vermutlich. Vermutlich stinkt das nur, wenn Farbe feucht ist und das rausdampft.
einen Strauß frische Tulpen aufstellen. Ja, ich glaube nicht, dass da der Tulpengeruch, riechen Tulpen so extrem, dass es das überdeckt. Altes Brot über Nacht auslegen, das klingt eher wie Hänsel und Gretel. Ich würde fast zur Antwort A tendieren, die Feuchtigkeit. Nee, glaube ich nicht. Nee, meinst du nicht? Was wind denn? Das ist schon mal völliger Quatsch. Aber überleg mal, hast du so eine frisch gemalerte Wohnung, stellst du in der Mitte des Raumes einen Tulpenstrauß. Sie guckt dich doch dann auch, genauso wie wenn du jetzt ein altes Brot irgendwo in die Mitte legst. Was haben sie denn damit vor? Gabe gemalert. Ah! Ich glaube, es ist C. Ich probiere es jetzt trotzdem mal mit A. Ach komm, in dem A. A ist eingeloggt. Es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, es bindet den Geruch. Ist. Wer dem unangenehmen Farbgeruch nach einer Renovierung zu Leibe rücken möchte, sollte mehrere kleine Schalen mit Salz aufstellen. Dieses zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und bindet so den Geruch der Wandfarbe. Das Salz sollte allerdings nach der Benutzung nicht mehr zum Kochen verwendet werden. 1000 Euro auf eurem Konto. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz ehrlich, ich dachte, das ist falsch. Nächste Kategorie. Nehmen wir Erfinder? Ja, da sind wir uns auch einig. Erfinder nehmen wir. Immer Sport. Der Naturforscher Horace Bénédict de Saussure konstruierte ein Messinstrument für die Gesänge der heimischen Singvögel, für den Geruch von Lavendel oder für das Blau des Himmels. Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Eventuell B? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Antwort A. Gott sei Dank haben wir das nicht genommen. Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Vielleicht. Wir schauen. Das kann wirklich, Geruch von Lavendel, stimmt. Warum sollte man das messen Der wollen? Der Naturforscher Horace Bénédict de Saussure war ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Eines Tages fragte er sich, wo ist das Himmelsblau intensiver? Am Fuß eines Berges oder auf seinem Gipfel? Daraufhin entwickelte er gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Instrument zur Messung der Intensität der blauen Himmelsfarbe, das Cyanometer. Auf einem Kreis wurde eine Farbskala aufgetragen. Diese hält man in den Himmel und vergleicht den Farbton des Himmels mit der Farbskala. Und dann weiß ich, wie blau der Himmel ist. Und dann? Warum? Also leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Warum sollte ich denn das machen? Wie geht's weiter? Jemand vielleicht von euch, der irgendwie Bergsteiger als, also der in seinem Hobby vielleicht Bergsteigen betreibt oder der das schon mal gehört hat. Warum sollte man, also mir fehlt jetzt so ein bisschen der Sinn. Gut, dann weiß ich zwar, welche Farbe der Himmel hat, also welches Blau der Himmel hat, aber was mache ich da mit dieser Info? Da fehlt mir doch so ein bisschen der Sinn. Aber vielleicht weiß das ja jemand. Bin ich sehr speziell. Was bin ich? Und wer sich mit dem Schirmschlag beschäftigt, arbeitet in der Forstwirtschaft, verdient sein Geld als Barkeeper oder repariert Computerbildschirme. Schirmschlag. Oh, was könnte hinter diesem Wort stehen? Also unter Schirm denkt ja jetzt so der Otto Normalbürger, so ein Regenschirm. So, der Barkeeper verdient sein Geld als Schirmschlag. Aber bei Schlag denke ich natürlich auch irgendwie an Wald, an etwas. Weißt du, dass der Schirmschlag ist vielleicht ist mit Schirm, vielleicht sind mit Schirmen ja in dem Fall auch Pilze gemeint. Pilzschirme schlagen. Das Baumbefall vielleicht, also ich bin irgendwie gedanklich in der Forstwirtschaft, weil Schlag ist so ein Wort, was ich mehr, ja, zu einer Axt oder irgendwas. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Beim Geld als Barkeeper wüsste ich jetzt nicht. Wäre jetzt irgendwie Koch noch aufgeführt, hätte ich schlagen, keine Ahnung, Sahne schlagen oder irgendwas aus der Küche. Computerbildschirme. Ja, weil Schirm, Bildschirm, also ich weiß nicht wieso. Das glaube ich nicht. Also B auf jeden Fall ausschließen.
also ich schließe C noch nicht ganz aus. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand sagt so, ich möchte ihren Computer reparieren, einfach so den Bildschirm kaputt haut. Und das kann natürlich auch sein, dass das damit gemeint ist, ne, dass du gar nicht so eine Röhrenmonitor oder so eine normalen Monitore meinst oder sowas, wie ich jetzt hier habe, so ein irgendwie 2-in-1 Convertible Tablet, wo du wirklich halt den Bildschirm einmal aufbrechen musst, um an die Festplatte zu kommen. Das kann natürlich auch ein Schirmschlag sein, aber ich bin einfach bei Pilzen. Gut, ich weiß nicht wieso, ich bin bei Pilzen. Komm, ja, lass es Pilze sein. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Hier ist die richtige Antwort. Ihr könnt es mir vorstellen. Ja. Um die Zukunft eines Waldes zu sichern, ist es wichtig, dass stets genügend Jungwuchs vorhanden ist. Zur Verjüngung eines Baumbestandes gibt es verschiedene Verfahren. Bei Buchenwäldern ist der Schirmschlag beliebt, bei dem größere Flächen durch nichts mit Pilzen, aber Wald aufgedichtet werden. Über die Lücken in den Kronen erreicht mehr Licht den Waldboden und die jungen Buchen können geschützt unter dem Schirm der alten Buchen aufwachsen. Oder so. Also ich habe eine komplett andere Idee gehabt, aber es war richtig. Wir machen weiter. Nehmen wir Insekten? Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Insekten nehmen wir. Es sind nicht die Motten, die Löcher in die Kleidung fressen, sondern ihre ätzenden Ausscheidungen nach dem Verzehr jetzt auch von eine Milben, Idee. Ihre Larven, die aus den gelegten Eiern im Stoff schlüpfen, oder ein winziger Parasit, der die Motte heimlich begleitet. Ich glaube, die Ausscheidung. Was hältst du von B? B schließen wir aus. Wie stehst du zu A? Letztens also ich glaube, es ist im A. Lieblingspullover noch Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hätte wir werden es sofort überprüfen. Jeder kennt die Warnung seit seiner Kindheit. Motten im Kleiderschrank fressen Löcher in die Kleidung. Allerdings tut man dem Falter damit Unrecht. Die Motte legt innerhalb von 4 Wochen bis zu 250 Eier. Vornehmlich in Wollpullover. What? Aus diesen schlüpfen dann kleine Larven. Wow. Und für diese quirligen Winzlinge ist Tierwolle eine perfekte Nahrungsquelle. Denn pflanzliche Fasern wie Baumwolle oder Leinen sind für die Larven nur sehr schwer verdaulich. Und synthetische auch. Und stimmt, das war ein Baumwolle. Es bleibt bei 0 Euro. Also Larven. Weiter geht's. Ich hätte es auch nicht gedacht. Okay, vielleicht war es ja auch ein anderes Loch. Ich probiere mal tierisch. Ja, tierisch. Wozu dienen die langen, dünnen Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalterarten? A. Zur Abwehr von Fledermäusen. B. Zur Stabilisierung beim Sturzflug. Oder C. Zur Erkennung von Artgenossen. Boah. Wozu dienen die langen, dünnen Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalterarten? Ich habe so ungefähr vor Augen, was gemeint ist. Also, pass auf. Ja, das wird jetzt ja wohl ultra hässlich werden. Vielleicht haben das welche von euch schon gesehen. Wenn nicht, dann... So, das wäre jetzt so ein verkackter Schmetterlingsflügel. Und da hast du manche Falter, die ja hier dann irgendwie noch so ein langes... Gedöns dran haben. Ja, zauberhaft gezeichnet, ne? Ja, also ich glaube, das ist damit gemeint. Und ich dachte... Oh, es kann natürlich sein, zur Abwehr von Fledermäusen. Also Nachtfalter. Wir reden über Nachtfalter. Also nachtaktive Falter. Was ist denn, wenn das... was ist, um Fledermäuse... Tatsächlich, also Fledermausabwehr. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Wie kann man sich das vorstellen? Das wird ja nicht aktiv damit kämpfen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was versucht, oder dass die, stell dir mal vor, so eine Fledermaus sieht so Nachtfalter und denkt sich, yeah, yum, essen, versucht diesen Nachtfalter dann zu fangen und erwischt nur diesen dünnen Ausläufer, weil es das längste ist, was es so vom Falter sieht, aber kriegt es nicht richtig zu fassen. Das wäre ja dann eine Abwehr, oder? Dass es damit vielleicht wirklich so rumpeitschen kann und durch diese Peitschbewegung die Fledermäuse so ein bisschen verscheucht. Das kann sein. Stabilisierung beim Sturzflug ist jetzt die Frage, warum sollte dieser Falter in den Sturzflug gehen? Kann der nicht richtig fliegen? Aber ich glaube, Nachtfalter können schon richtig fliegen und stürzen eher weniger ab. Erkennung von Artgenossen finde ich auch sehr spannend, weil wir sprechen ja über die Nacht.
Wir sprechen über die Nacht. Das heißt, es könnte was zur Abwehr sein, aber es können natürlich auch Erkennung von Artgenossen sein. Aber reagieren die auf Optik? Das ist jetzt wieder die Frage. Reagieren die auf Optik? Ich bin fast bei den Fledermäusen. Schließen wir aus. Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. C ist eigentlich das plausibelste. Aber wieso? Wie sollen die sich an diesen langen Dingern erkennen? Dass sie sagen, boah, du hast auch so langes Gehänge, wir sind Artgenossen? Ich schwanke wirklich zwischen A und C. Ich bin tatsächlich einfach... A und C sind beides Dinge, die so ein Tier braucht, um zu überleben. Wenn wir jetzt mal nach Darwin gehen. Du musst zum einen musst du vor Fressfeinden überleben können, aber du musst dich ja auch irgendwie vermehren können. Also ich bin immer noch bei Fressfeind. Ich nehme A. Ihr habt A eingeloggt. Ich weiß nicht, wie die und sich egal, vermehren. Egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall auch spektakuläre die Artgenossen überhaupt? Bilder. Nachtfalter sind beliebte Beute von Fledermäusen. Mit ihrer Echolotortung machen sie die Insekten ausfindig. Um nicht geschnappt zu werden, haben manche Nachtfalterarten lange, dünne Ausläufer am Ende ihrer Flügel. Dies ist ein raffiniertes Fledermausabwehrsystem. Da die länglichen Ausläufer die Echos besonders intensiv reflektieren, wird Echo. Die Ortung gestört. Die Fledermäuse stürzen sich auf den ungünstigen Angriffspunkt und der Nachtfalter kann besser entkommen. Bingo! 2000 Euro für euch. Also, nächste Kategorie. Bingo! Vögel ist bestimmt spannend. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total. Mein erstes Bingo. Vögel nehmen wir. Flamingos. Fragezeichen. Nehmen ihre Nahrung kopfüber auf, stehen immer auf dem linken Bein oder C, haben hellblauen Nachwuchs. Was sagst du zu A? B. Das ist ja generell albern. Fällt dir zu B was ein? Ich glaube, die stehen immer das noch kann auf dem linken sein. Bein, oder? Wir loggen B ein. Dann nehmen wir B. Ja, wir schauen wieso? Jetzt gemeinsam auf die Macke. Lösung. Flamingos ernähren sich hauptsächlich von Plankton und Kleinkrebsen. Der Schnabel taucht wie eine Schöpfkelle unter Wasser. Mit ihrer kräftigen Zunge drücken sie das Essbare an ihren oberen Schnabel. Im gleichen Prozess wird das Wasser am Schnabelrand wieder herausgepresst. Da es anstrengender für die Vögel wäre, an der Wasseroberfläche mit gestrecktem Nacken zu fressen, geschieht das alles kopfüber. Ja, aber so sehr kopfüber sieht's gar nicht aus, ne? Schwierige Frage. Es also bleibt bei 0 Euro. Oder Kopf über. Wir haben noch 4 Kategorien. Überlegt man sich ja im Kopf eigentlich irgendwas komplett Verqueres, ne? Ja, das mit den Fledermäusen. Dass das tatsächlich auch die Signale der Fledermäuse, auf die bin ich gar nicht gekommen. War eine richtig extrem gute Frage. So, ich habe mein erstes Bingo geschafft. Geil. Aber alles irgendwie nur mit Komfortzonenfragen. Aber ist ja auch egal. So, pass auf. Wir werden jetzt clever oder essen und trinken. Komm, dann lass uns jetzt. Also ich persönlich würde gerne essen und trinken. Nee, ich wollte clever dann nehmen. Nehmen wir clever. Entschuldigung. Was sollte beim Einsatz eines Breters aus Ton unbedingt vermieden werden? A, das Fleisch vorher zu marinieren, B, den Ofen vorzuheizen oder C, den Tonbräter vor Gebrauch zu wässern? Ich hab sowas, ja, jetzt kommen wieder meine ganz schlechten Küchenskills raus, ne? Ich habe sowas noch nie benutzt. Wir hatten sowas früher auch nie aus Ton. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was da der Vorteil sein soll, wenn man die aus Ton benutzt. Vielleicht hat jemand von euch ja Ahnung und klärt mich sehr gerne auf. Weil was so Küche betrifft, habe ich, glaube ich, große Defizite. Ich kann kochen. Ich kann, glaube ich, auch gar nicht so schlecht kochen. Aber so für mich alleine, ja, koche ich meistens eher nur so das Gleiche. Und wenn dann auch für ein paar Tage gleich irgendwie... aber
ja, man ist da jetzt weniger probierfreudig und hat logischerweise dann auch nicht tausend Sachen. Guck, ich habe da nicht mal Nudelholz, ne? Wer das auf Instagram gesehen hat bei der letzten Kekseback-Aktion, nur weil ich meine Pikachu-Kekse backen wollte, hat gesehen, ich habe meinen Keksteig mit einer leeren Flasche ausgerollt. Also weißt du, was in meiner Küche los ist. So ein Chaos wie halt hier auch. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Aber das Ergebnis zählt ja so, ne? Was sollte beim Einsatz eines Bräters aus Ton unbedingt vermieden werden? Hup dir nicht, ihr Arschlöcher! So, ja, das ist mein letzter Urlaubstag. Wir haben es Montag um 12.06 Uhr und... Was ist da draußen los? Chaos. Also, Fleisch vorher zu marinieren, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, weil muss es ja vorher würzen. Den Ofen vorzuheizen... Das wäre vielleicht was, was ich mir vorstellen könnte, damit das Tonmaterial nicht porös wird. Es muss vielleicht langsam erwärmt werden. Du darfst es nicht von 0 auf 200 Grad stellen. Das könnte sein. Den Tonbräter vor Gebrauch zu wässern. Ich bin fast für Ofen vorheizen. Ja, nein. Nee? Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Dann... Ich riskiere B. Marinieren? Ihr entscheidet euch für... Also ich bin jetzt mal für diesen Hitzeeffekt. Wir überprüfen das jetzt. Materialstabilität. Tonbräter, oder auch Römertöpfe genannt, eignen sich besonders für langsames Schmoren. Wichtig ist, den Tonbräter vor Gebrauch gut zu wässern, sodass sich das poröse Material mit Wasser vollsaugen kann. Ah, poröses Material! Nach der Bestückung sollte jedoch tunlichst vermieden werden, den gefüllten Topf in einen vorgeheizten Ofen zu stellen, denn Tonbräter sind empfindlich. Sie reagieren auf große Temperaturschwankungen und können zerspringen. Also den kalten Backofen. Die geborene Hausfrau, anheizen. Ohne es zu wissen. Yes! Ha, so sieht Heiratsmaterial aus. Also ein blindes Huhn. Keine Ahnung, was ich tue, aber instinktiv. Auf dem Kondorf, wir haben noch drei Kategorien. Essen und Trinken. Aber ich glaube, interessant. Ohne diese Antwortmöglichkeiten... Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben nicht, die Stimmung im Keller. Ob ich das so beachten würde. Essen und Trinken, weißt bitte. Beim Verzehr von Speiseeis. A. Wird einem wärmer. B. Wird das Gehör empfindlicher. Oder C. Bilden sich auf der Zunge vorübergehend kleine Frostbeulen. Wäre B möglich? Könnte ich mir auch das vorstellen. Das schließe ich aus. Also so eine Alarmbereitschaft vielleicht. Das klingt für mich total schlüssig. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die Lösung. Also A und B. Eisessen hat für den Menschen lediglich einen emotional kühlenden Effekt. Denn die Empfindung kaltes Eis auf der Zunge sorgt in unserem Gehirn für eine wahrgenommene Kühlung und Erfrischung. Tatsächlich steigt während des Eisessens der Energieverbrauch im Körper. Zum einen wird das Eis von minus 10 Grad auf Körpertemperatur erwärmt. Zum anderen erfordert der Verdauungsprozess selbst einen gewissen Energieaufwand. Naja, so viel Eis isst du ja nicht. Je fettiger und kalorienreicher das Eis, desto mehr Energie wird umgesetzt. Es wird uns also wärmer. Die erste Frage bei den beiden. Konto, es hat gut angefangen. Wir sind am Ende. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Weißt du, jeder ist bei der letzten Frage, es hat gut angefangen. Ja, dann nehmen wir natürlich damals und nicht den Sport. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Ja. Es kann jetzt nur noch schlimm werden. Wer zwang in den 1960ern einen Toilettenpapierhersteller, er solle sein Produkt Adios umbenennen? Was? A. Die katholische Kirche, B. Der Schlagersänger Udo Jürgens oder C. Der spanische Ministerpräsident? Hä? Also ich habe keine Ahnung. Das Toilettenpapier? Er solle sein Produkt, also das Toilettenpapier, vielleicht, weil da irgendjemand gesagt hat, irgendwie, es ist ja eine Ausscheidung vielleicht, weil jemand gesagt hat, ausscheiden für Adios, auf Wiedersehen. Oder weil irgendjemand 1960, da hatte man schon richtige Toiletten, ne? Das war nicht nur noch so eine Löcher, wo du dann hinterher gesagt hast, ja, vielleicht hat ja auch... Vielleicht wollte die katholische Kirche sich richtig geistig verabschieden und dachte sich, das geht so nicht, dieses heilige Papier müssen wir Adios nennen. Schlagersänger Udo Jürgens? Spanischer Ministerpräsident?
Oh, ich bin ja fast für die katholische Kirche, aber was hat die katholische Kirche mit Toilettenpapier am Hut? Keine Ahnung. Ist doch Blödsinn. Also C schließe ich mal aus. Komm, ich bin für... don't hate me, aber... Bin im A. Ich weiß nicht, was Udo Jürgens damit eingeloggt. Zu tun hat. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Ein Düsseldorfer Unternehmen brachte in den 1960er Jahren das Toilettenpapier Adios auf den Markt mit dem Slogan Adios ist besser. Vertreter der katholischen Kirche sahen dies anders und beschwerten sich bei der Firmenzentrale. Adios käme schließlich aus dem Spanischen und hieße von Gott befohlen. Ah. Sie sahen darin eine Herabsetzung ihres Glaubens. Als schließlich sogar Strafanzeige Glauben am Arsch wurde, lenkte die Firma ein und zog die Werbekampagne zurück. Was? Ich hab's wieder komplett anders erklärt, aber es war nicht... Ihr habt das Maximum erreicht, ihr habt 3.000 Euro, alle Fragen richtig beantwortet. Und noch eine Kategorie. Stimmt, ihr habt alle Fragen richtig beantwortet. Sport. Jesus. In Fußballstadien mit mehr als 50.000 Zuschauern ist verboten. Werden rund 20 Tonnen Bratwürste pro Spiel verzehrt? B. Ist die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Laola 12 Meter pro Sekunde? Oder C. Sind die Fangesänge bis zu 170 Dezibel? C. Könnte ich mir vorstellen. Wie stehst du zu A? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, so viel Bratwürste werden nicht gegessen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wir entscheiden uns für B. Ich bin für C. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Und hier ist die Lösung. Forscher der TU Dresden haben ein Fußballstadion mit mehr als 50.000 Zuschauern genauer beobachtet und herausgefunden, die Stadionwelle Laola rast in der Regel im Uhrzeigersinn durch das Stadion und dabei schafft sie im Schnitt 12 Meter in der Sekunde. Durch die intuitive Zusammenarbeit der einzelnen Personen kann sich die Welle sogar schneller bewegen als eine rennende Person. 1.000 Euro! Wir sind nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 1.000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 3.000 Euro für euch. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Geht so. Die Kategorie, aus der unsere heutige Masterfrage kommt, ist Geschichte. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Hier ist unsere Masterfrage. Was wurde aufgrund eines Befehls König Friedrichs des Großen von 1756 in Preußen angebaut? A. Mais, B. Kohl oder C. Kartoffeln? 20 Sekunden. Kartoffeln vielleicht? Jetzt. Brachten die Preußen die Kartoffeln zu uns? Könnte ich mir fast vorstellen. Mais, glaube ich, kam später zu uns. Und Kohl? Also ich könnte mir vorstellen, Kartoffeln 1756, also über die Zeit reden wir, ne? Ich glaube, Mais, der kam erst später. Wir schauen auf die Beträge. Was haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das war so klar. Das Team Elton. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort A. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort C. Schauen wir auf die Auflösung. Ist es Mais, ist es Kohl oder sind es Kartoffeln? Die richtige Antwort lautet Antwort C, Kartoffeln. Wir haben alle Fragen richtig beantwortet. Das bedeutet, das Team Elton gewinnt. Beste Runde der Welt. Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.